ich heiße Richter Petra, komme aus Erfurt, also bin ich eine waschechte Puffbohne. Ich bin ein Ladeneigentümer von Petras Fundgrube. Ich bin gelernte Köchin, habe den Beruf auch ausgeübt. Durch Krankheit durfte ich diesen nicht mehr ausüben. Das liebe Arbeitsamt haben mir eine Umschulung angeboten als Bürokauffrau. Das habe ich auch getan. Ich, so wie ich bin, als Bürokauffrau, geht gar nicht. Ne? Angefangen, richtig vor 13 Jahren, habe ich mit dem Handwagen. So richtig bin ich, da habe ich noch am Juri Gagarin-Ring gewohnt. Ne? Habe ich meine zwei Kinder geschnappt mit dem Bollerwagen. Und dann sind wir immer zur Thüringhalle hoch. Und so habe ich angefangen mit meinem, was ich jetzt eigentlich mache. Also ich habe wirklich angefangen, wie die immer sagen, hier zum Tellerwäscher, zum Millionär, habe ich das mit dem Bollerwagen. Aber Millionär bin ich nicht geworden. Den habe ich schon, seitdem ich angefangen habe, habe ich diesen Bleidegeier als Symbol. Der gehört zu mir. So für meinen Laden, was es eigentlich ausmacht, sind eigentlich diese älteren Personen. Die kommen alle eigentlich in meinen Laden, um Romane zu tauschen. Ich bin auch die Einzige, die noch in Erfurt Romantausch macht. Kommt sehr gut an und da auch viel Geschichte über die älteren Personen. Kriege ich mal Plätzchen, kriege ich mal Käffchen, wie sie eben halt sind, die alten Omis und Opis, ne? Da ich viel alleine hier im Laden bin, dass ich auch mal Kundengespräche oder irgendwelche, da muss ich mal meinen Laden zumachen. Da rufen die eben halt an, dass ich auch da bin. Ich bin seit 2005 hier und seitdem mache ich eigentlich so ein Kinderfest. Und diesen Erlös habe ich eigentlich immer gespendet für die Kinderkrebshilfe für das Helios Klinikum. Wenn man mich so auf der Straße sieht, glaubt man nicht, dass ich Geschäftsfrau bin. Meine Mutter sagte immer, ich bin ein Stehaufmenschen. Und das hat sich immer wieder bewährt.